coole Bassläufe ausdenken zu können, mit denen wir Akkorde verbinden, brauchen wir gar nicht so viel. Zum einen stellt sich natürlich die Frage, welche Töne wir verwenden können. Und zum anderen habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es bei vielen eher daran scheitert, dass sie nicht genau wissen, auf welche Zählzeiten sie diese Töne spielen sollen. Ich bin Till von Gitarrentunes und in diesem Video zeige ich euch sowohl, welche Töne ihr verwenden könnt, als auch, wie ihr den richtigen Groove und die richtigen Zählzeiten findet. Grundsätzlich unterscheiden wir bei Bassläufen zwischen diatonischen Bassläufen und chromatischen Bassläufen. Diatonisch bedeutet, dass die Töne, die wir im Basslauf spielen, auch Töne aus der Tonart sind, in der wir uns gerade befinden. Chromatisch bedeutet, dass wir einfach in Halbtonschritten nach oben oder nach unten gehen und uns so an den entsprechenden Grundton bzw. Basston des Akkords annähern. Das diatonische Beispiel habt ihr eben schon im Vorspiel gesehen. Da habe ich nur Töne verwendet, die auch wirklich in der Tonart vorkommen. Für einen chromatischen Basslauf zeige ich euch jetzt nochmal ein kleines Beispiel. Fangen wir einmal an mit den Bassläufen aus diatonischen Tönen. Die Akkordfolge, die ich euch in diesem Beispiel gezeigt habe, ist D-Dur, dann C-Add-9, G-Dur und E-Moll-7. Die Tonart, in der wir uns befinden, ist in diesem Fall G-Dur, weil G-Dur der Akkord der ersten Stufe ist. Ich habe euch nochmal ein Video gemacht, wo ihr rausfinden könnt, in welcher Tonart ihr euch befindet. Falls ihr da noch Schwierigkeiten habt, checkt einfach mal das Video in der Videobeschreibung. Wenn wir jetzt wissen, dass wir uns in G-Dur bzw. in E-Moll befinden, dann ergeben sich daraus die Töne, die ich euch hier in der Grafik eingeblendet habe. Die spielen wir einfach mal am besten zusammen durch, damit wir mal die einzelnen Bünde auf den einzelnen Saiten noch ein bisschen im Gedächtnis haben. Da es in dem Video ja vor allem um Bassläufe geht, fokussieren wir uns insbesondere auf die Töne auf der tiefen E, der A und der D-Seite, denn da werden ja vor allem die Bassläufe stattfinden. Ich habe euch jetzt zwei verschiedene Versionen von mit einfachen diatonischen Bassläufen aufgeschrieben. Wir fangen mit der etwas leichteren Version an und arbeiten uns dann langsam anhand dessen vor zu der etwas umfangreicheren, schwierigeren Version. Beim Spielen von Bassläufen wird häufig der Fehler gemacht, dass ihr, da ihr ja von dem Schlagen in das Zupfen übergeht, nicht auf die rechte Handtechnik achtet. Da wir uns überwiegend in einem Schlagrhythmus befinden, in dem wir auch den Wechselschlag durchhalten müssen, gilt das auch für die einzelnen Basstöne, die wir spielen wollen. Das heißt, die Basstöne, die ihr auf die Zählzeiten spielt, müsst ihr auch der Zählzeit entsprechend mit einem Downstroke oder einem Upstroke spielen. Wenn wir also auf die 3 und auf die 4 einen Basston spielen, müsst ihr diese beiden mit Downstroke spielen und auch den Upstroke dazwischen machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 4 Basstöne spielt in einem Basslauf auf 3 und 4, 4 und, dann müsst ihr auch die dementsprechend Down, Up spielen. Denn ihr müsst ja, nachdem ihr die Töne gezupft habt, direkt wieder in den Wechselschlag übergehen. Und wenn ihr ständig wechselt zwischen gleichmäßigem Wechselschlag, irgendwie gespielte Basstöne und dann wieder gleichmäßigem Wechselschlag, dann kommt ihr da so schnell durcheinander, dass ihr sofort aus dem Groove rausfliegen werdet und dann macht das Ganze mit dem Basston-Spielen eigentlich überhaupt keinen Spaß. Sehen wir uns erstmal das Schlagmuster an, das wir als Basis brauchen, um diese Bassläufe anwenden zu können. Es geht los, dass wir auf die Zählzeit 1 nur den Basston des ersten Akkordes spielen, also in dem Fall ein D. Dann kommt ein Schlag auf die 2, dann auf die 3 und 4, 4 und. Im zweiten Takt wiederholt sich das jetzt noch einmal, aber wir fügen noch einen Schlag auf die 2 und hinzu. Das heißt, die beiden Takte im Kontext klingen dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und.
Die Betonung liegt hier immer auf dem Akkord, der auf die 2 gespielt wird. Dieses Schlagmuster setzen wir jetzt mal mit allen 4 Akkorden um. Das klingt dann folgendermaßen. Ich habe das Schlagmuster absichtlich so gewählt, dass wir auf die 1 eines Akkordes immer nur den Basston spielen, denn dadurch bietet sich diese Version der Bassläufe oder bieten sich Bassläufe in diesem Pattern schon an. Denn wir können den Schlag auf die 1 jetzt als Teil des Basslaufs betrachten. Wenn wir nämlich einen Basslauf spielen und dann auf die 1, also auf den Akkordwechsel direkt den ganzen Akkord schlagen, ist es immer ein bisschen hektisch und klingt nicht wirklich wie ein Lauf. Denn was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir zu einem Ton, zu einem Grundton bei einem Akkordwechsel hinarbeiten. Dafür nehmen wir jetzt erstmal die Tabs der ersten 4 Takte und streichen erstmal im 2. und im 4. Takt alle Schläge, die nach der Zählzeit 3 kommen. Also die Schläge auf die 3 und die 4 und. Anstelle dessen spielen wir jetzt auf die schweren Zählzeiten, also auf die 3 und auf die 4, beziehungsweise auf die Viertelzählzeiten, einen aufsteigenden oder absteigenden Basslauf. Das gehen wir jetzt mal Schritt für die Akkorde durch. Wir fangen bei D an. Auf die 3 spielen wir jetzt einmal die leere A-Seite, auf die 4 die A-Seite im 2. Bund, hier könnt ihr den Zeigefinger umsetzen und auf die 1 des nächsten Taktes dann das C, also die A-Seite im 3. Bund. Das heißt, wir haben diesen Basslauf. Das heißt, die beiden Takte mit der 1 des 3. Takts klingt dann so. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Das gleiche machen wir jetzt beim Übergang von C auf G-Dur, nur dass wir da wieder abwärts gehen, erst auf die 2, dann auf die leere A-Seite und dann wechseln wir auf die E-Seite in den 3. Bund. Das heißt mal nur den 3. und den 4. Takt mit dem Wechsel auf das G. Das heißt, bis hierhin haben wir jetzt folgende Bassläufe eingebaut. In der nächsten Zeile seht ihr jetzt, dass es hier einmal den Basslauf zwischen G und E-Moll 7 gibt. Hier spielen wir erstmal die beiden Takte G. Und dann habe ich entschieden, nochmal das G als ersten Ton des Basslaufs zu nehmen, dann auf den 2. Bund zu gehen und dann auf die leere E-Seite zu wechseln. Das hat den Hintergrund, dass ich ja wieder 2 Basstöne haben wollte, bevor wir auf dem Zielton landen. Und auf der tiefen E-Seite gibt es eben nur diese beiden Töne im 3. Bund und im 2. Bund. Deshalb habe ich den Grundton von dem Akkord einfach als ersten Basston genommen. Das ist aber kein Problem, das kann man auf jeden Fall machen. Und jetzt nicht vergessen, von E-Moll 7 gehen wir wieder auf D, weil sich da die Akkordfolge ja wiederholt. Und da nehmen wir jetzt wieder die leere A-Seite, dann die A-Seite im 2. Bund und gehen dann auf die leere D-Seite. Jetzt nochmal alle 8 Takte für euch im Kontext. Thank you.
In diesem Beispiel gab es jetzt immer zwei Basstöne, die zu einem Akkord hingeleitet haben. Ihr könnt natürlich auch nur einen Basston nehmen, wobei bei nur einem Ton, der zu dem nächsten Grundton hinleitet, nicht so wirklich das Gefühl eines Laufs entsteht. Es geht aber auch. Ihr könnt zum Beispiel von D auf C einfach nur den zweiten Bund nehmen und dann auf den dritten gehen. Das geht auch, finde ich, ist aber noch nicht so richtig ein Lauf in dem Sinne. Bassläufe über einen halben Takt haben sich sehr bewährt. Was wir jetzt natürlich als nächsten Schritt machen können, ist, dass wir nicht nur die Viertel spielen, sondern alle Achtel eines halben Taktes, also 3, 3 und, 4, 4 und, komplett mit Achteltönen gespielt. Und wie das aussehen kann, das sehen wir uns jetzt im nächsten Beispiel mal an. Die Akkordfolge ist die gleiche, daher werde ich jetzt nur die einzelnen Läufe mit euch durchgehen. Wir fangen wieder an mit D. Dann beim ersten Durchlauf mache ich gleich hier einen Triller. Und zwar spiele ich die D-Seite leer, mache einen Hammer-on auf den zweiten Bund und direkt wieder einen Pull-off auf die leere Seite. Und gehe dann auf den zweiten Bund auf der A-Seite. Und diesmal natürlich doppelt so schnell, denn wir sind ja jetzt bei Achtelnoten, also 3 und 4 und 1. Das klingt dann im Kontext so. Von C auf G habe ich wieder einen kleinen Lauf gemacht und zwar starten wir wieder auf dem Basston C, dritter Bund, gehen dann auf den zweiten Bund, dann auf die leere A-Seite, dann auf den zweiten Bund auf der tiefen E-Seite und gehen dann auf den Grundton G im dritten Bund. Und hier seht ihr, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, also ich fange erst, ich nähere mich dem Ton erst von oben und mache dann, überspringe den Zielton, gehe einen Bund weiter nach unten und gehe dann erst auf das G. Im Kontext klingt das dann folgendermaßen. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei. In der nächsten Zeile haben wir jetzt wieder den Übergang von G auf E-Moll. Hier habe ich einen Basslauf genommen, der jetzt nicht wirklich die beiden Töne miteinander verbindet, sondern so eine kleine Bassumspielung darstellt. Ich fange an auf dem zweiten Bund auf der tiefen E-Seite, mache einen Hammer-on auf den dritten Bund, gehe dann auf die leere A-Seite, mache wieder einen Hammer-on auf den zweiten Bund, dann die tiefe E-Seite. Und was ich hier gemacht habe, ich habe einen Basslauf nicht hin zum Bass gemacht, sondern zur Quinte von E-Moll. Denn der Ton, auf den ich hier ende, das ist auch ein Akkordton von E-Moll 7. Nämlich die Quinte. Und das ist eben auch was ihr tun könnt. Ihr müsst nicht immer nur einen Basslauf zum Grundton machen, sondern ihr könnt auch einen Basslauf zu einem anderen Ton im Akkord machen. Das heißt, der Übergang von G zu E-Moll, langsam gespielt. Es hat eben nochmal die Besonderheit, dass wir hierdurch schon eine kleine Harmonie, also einen Power-Chord sozusagen, erzeugen. Das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, um Bassläufe ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, dass wir eben nicht immer nur auf den Grundton gehen, sondern dass wir auch auf andere Akkordtöne gehen können. Wir sind jetzt bei E-Moll. Und auch hier, ihr seht, ich arbeite gerne mit Hammer-ons, sobald es sich um Achtelnoten dreht, gehen wir auf die leere A-Seite, machen einen Hammer-on auf den zweiten Bund. Das gleiche bei D. 3 und 4 und... Und gehen dann wieder auf D-Dur.
Nochmal alle 8 Takte für euch im Kontext. Das waren jetzt erstmal 2 Beispiele für euch, wie ihr coole Akkordläufe diatonisch zwischen Akkorden bauen könnt. Natürlich könnt ihr noch viel mehr machen. Ihr könnt mit mehr Pull-Offs arbeiten, noch mehr Hammer-Ons, ihr könnt weniger Töne spielen, ihr könnt mehr Töne spielen. Ihr könnt einzelne Töne natürlich auch auslassen. Ihr müsst nicht 3, 3 und 4, 4 und machen. Ihr könnt auch 3, 3 und 4 spielen, den dann überklingen lassen und dann erst auf die nächste gehen. Also 3 und 4 und 1 und 2 zum Beispiel spielen. Da sind euch quasi keine Grenzen gesetzt. Es ist nur, wie gesagt, wichtig, dass ihr die Töne verwendet, die in der Tonart auch vorkommen, wenn ihr diatonisch sein wollt. Und das eigentlich Wichtigere aus meiner Sicht, dass ihr die Zählzeiten klar habt, wo ihr die Töne spielen wollt. Denn einfach nur zwischen 2 Akkorden ein bisschen Basstöne spielen wollen und dann hoffen, dass man irgendwie möglichst auf die richtige Zählzeit wieder auf der 1 landet, das funktioniert meiner Erfahrung nach überhaupt nicht. Als nächstes beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit chromatischen Bassläufen. Bei Chromatik geht es wie gesagt darum, dass wir immer nur in Halbtonschritten uns an einen Zielton annähern. Das heißt, der Startton wird anhand des Zieltons berechnet. Ich habe hier jetzt mal eine andere Akkordfolge genommen, weil die sich besser angedient hat. Und zwar geht es los mit einem E-Dur-Griff, dann ein A-Moll, dann kommt C-Dur und B7. Das Schlagmuster bleibt jetzt gleich, also wie das, das wir auch schon im ersten Beispiel genutzt haben. Das heißt, es klingt dann so. Nur, dass wir jetzt eben mit chromatischen Bassläufen arbeiten. Sehen wir uns also mal die Basstöne an, die wir haben. Das ist einmal E, dann A, dann C und B. Okay, also fangen wir an mit dem Übergang von E-Dur auf A-Moll. Unser Zielton ist ja A, also die leere A-Seite, oder das A auf der E-Seite im 5. Bund, das wollte ich sagen. Und wenn das jetzt unser Zielton ist, dann starten wir einfach mal 2 Bünde unter dem Zielton, also im 3. Bund, gehen dann vom 3. auf den 4. Bund und dann auf den 5. Bund, beziehungsweise auf die leere A-Seite. Im Kontext von E nach A klingt das dann folgendermaßen. Unser nächster Zielton ist das C auf dem 3. Bund auf der A-Seite. Das heißt, wir starten auch hier wieder 2 Bünde weiter unten auf dem 1. Bund, gehen dann in den 2. Bund und auf den 3. Bund auf die nächste 1. Also 1, 2, 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4. Und bei dem B habe ich jetzt einen kleinen Kniff gemacht, denn ich wollte nicht im 4. Bund starten, auf den 3. und dann auf den 2. gehen. Das hätte ich zwar machen können. Gefiel mir persönlich aber nicht so gut. Und zwar habe ich dann Folgendes gemacht. Da mein Zielton ja auf dem 2. Bund ist, bin ich erst auf den 3. Bund gegangen, dann auf den 2., auf den 1. und dann auf den 2. Das ist zwar im engeren Sinne keine chromatische Rückung, aber ich habe mich quasi chromatisch erst von oben, dann von unten an den Zielton angenähert. Von B7 geht es dann auch wieder zurück zu E-Dur und der Zielton bei E-Dur ist die tiefe E-Seite. Da nähere ich mich jetzt von oben an, starte also auf den 2. Bund, gehe dann auf den 1. Bund und dann wieder auf die leere E-Seite. Und
diese 8 Takte für euch jetzt nochmal im Kontext klingen dann so. Wie ihr vielleicht hören konntet, habe ich, bevor ich die Bassläufe gespielt habe, immer gerne die eigentlichen Akkorde abgedämpft. Also die übrigen Saiten abgedämpft, vor allem mit der linken Hand, indem ich hier eben nur den Basston gespielt habe, indem ich den Finger, mit dem ich den Basston gespielt habe, relativ flach aufs Kluftbrett gelegt habe, um die anderen Saiten zu berühren und dadurch abzudämpfen. Das ist gerade bei chromatischen Bassläufen, finde ich, ziemlich wichtig, weil es sonst sehr schnell etwas dissonant klingt. Denn chromatische Bassläufe sind ja nicht diatonisch. Das heißt, die Töne, die da zustande kommen und die Harmonien, die da zustande kommen, können schnell sehr dissonant klingen und das will ich nicht. Und deshalb habe ich dann oft, wenn ich zum Beispiel von A-Moll, wenn ich auf den ersten Bund gehe, hier die anderen Saiten abgedämpft, indem ich eben mit dem Finger die übrigen Saiten berührt habe. Ihr könnt die rechte Hand natürlich zum Abdämpfen noch als Unterstützung nehmen. Das Video zum Abdämpfen habe ich euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Und genau, das sind erstmal die beiden Arten, mit denen ihr Bassläufe zwischen zwei Akkorden bilden könnt. Sowohl die diatonische als auch die chromatische Technik. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen den Einstieg in Bassläufe zwischen Akkorden vereinfacht. Wenn ihr noch weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen habt, schreibt mir gerne immer einen Kommentar, auch bei anderen Videowünschen oder Inspirationen. Wenn ihr Bock habt auf noch ein Video zum Thema Gitarre, besucht meinen Kanal, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.